Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge haben wir uns von unserem Heimatdorf verabschiedet, um Elisha hinterher zu jagen. Denn wir haben in der letzten Folge so einen komischen Helion in Menschengestalt getroffen, der es anscheinend auf, ja, Elisha abgesehen hat, aber einen unserer Seraphim-Freunde gefressen hat. Ja, deshalb hat sich Srayma gedacht, ja, wir gehen ihr schnell hinterher, um sie vor ihm zu retten. Ja. Und deshalb sind wir nun auf dem Weg. Und in der letzten Folge haben wir dann dieses unfassbar geile Opening gesehen, was nun eigentlich die Geschichte einleitet. Und ich fand es einfach unfassbar geil. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das vielleicht jetzt vor jeder Folge schneide. Oder am Ende jeder Folge. Am Ende wäre vielleicht besser, weil sonst nervt das vielleicht ein bisschen. Eingang des Arundach-Waldes. Okay, los geht's, Freunde. Ja, und jetzt... Ich frage mich gerade, wie wir da runtergekommen sind, oder beziehungsweise wo es überhaupt sind. Da oben irgendwo, da war Elisha. Von dem wir jetzt wahrscheinlich für lange Zeit leb wohl gesagt haben. Oh, was ist denn da hinten? Wolf. Eine Schlange. Ah, mit. Ah, ich soll das sogar machen. Aha. Das, wie soll ich denn das drücken so schnell? So, ich kann doch keiner gleichzeitig Tab plus E als D drücken. Das geht doch gar nicht. Wie soll denn das gehen, Mann? Halte Tab gedrückt, um dein Ziel zu bestätigen. Dabei kannst du auch mit A, D zwischen den Zielen wechseln. Ach so. Wenn du Tab antippst, springt das Ziel automatisch auf den Feind, der am nächsten ist. Alles klar. Ja gut, das müssen wir erstmal checken. Strategie. Führe die Verbündung mit Strategiesmenü, Aktion, Basisanweisung. Zum Beispiel Naval, Taktik, Verhältnis von Artis mit langer und kurzer Reichweite. Angriffsrate, Angriffsfrequenz, Auswirkungen auf Verbrauch, Verteidigung, Heilung, Einstellen der KP-Schwelle ab der Wiederherstellung und Verteidigung priorisiert. Priorisiert, Mann. Werden Anweisungen gelten für alle Figuren, deren Steuerungsmodus auf Auto eingestellt ist. Aha. Aber es ist echt kompliziert, wenn die mir sagen, Tab plus AD müsst drücken. Ich weiß nicht, wie jemand seine Finger so verbiegen kann, dass er gleichzeitig Tab plus AD drückt. Aber gut, Tab plus eine der beiden Tasten reicht wahrscheinlich. Man
Was? Befehle die ganze Truppe mit den Pfeiltasten. Befehle überschreiben alle Vorgaben im Strategiemenü. Vorwärtsstürmen, Angriff hat Vorrang. Ausschwärmen, jeder Verbündete nimmt sich einen anderen Feind vor. Angriff bündeln auf Ziel des Spielers. Abwehr priorisieren, nur abwehren, wiederherstellen oder ausweichen. Du kannst die kombinieren, Vorwärtsstürmen, Abwehr priorisieren plus Ausschwärmen, Angriff bündeln. Lösche Befehle mit Q. Okay. Mann! Ganz schön kompliziert, Mann. Aber ich glaube, so langsam check ich's. Drücke Strange, um den Steuerungsmodus der gesteuerten Figur anzeigen zu lassen, und drücke Steuerung erneut, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln. Manuell, du steuerst alle Aktionen. Semi-Auto, bei Angriffen bewegt sich die Figur automatisch in einem angemessenen Abstand zum Feind. Auto, alle Aktionen laufen automatisch ab. Aha. Also, es ist echt kompliziert, ne? Zentrale Seehafenhöhe, Aussichtsfelder. Damensee, die Aquapolis und Arundachwald. Okay. Pass auf den Aussichtsfelsen auf, wo du hintrittst. Oh, eine Truhe. Ah, hier kommen wir ausnahmsweise mal rüber. Ja. Da werden wir jetzt hingehen. Ja, das lief schon besser, obwohl Mikleo ganz schön viel besser gekriegt hat. Was ist denn da für ein Stern? Ah, habe ich ganz vergessen. Verborgenes Artes können die Kriegsartes eines Feindes überwältigen. Wenn ein Feind eine Salve von Kriegsartes auf dich niederprasseln lässt, versuche einen Gegenzug mit einer Salve verborgenen Artes. Andererseits dauert es länger, verborgene Artes zu wirken, und sie verbrauchen mehr SK. Um sie vollkommen zu beherrschen, musst du dir genau überlegen, wann und wie du sie am besten einsetzen solltest. Ob in Kombos oder in anderen Situationen. Oh Mann. Also, hier kommt noch einiges kompliziertes Zeug auf uns zu. Hier kommen anscheinend auch irgendwann lang, nur nicht, wenn der Felsbrocken liegt. Ich mach mal eine. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Schnelle Speicherung. なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。ははは、地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、店員見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。
Weltkarte. Du kannst nun durch Drücken von, die Weltkarte auch außerhalb eines Kampfes ansehen. Du siehst deine Karteninformationen, wie welche Feinde in welchen Gebieten vorkommen. Wow! Komm, geh drauf, Mann. Drei Arten von Artes, Kriegsverborgene und Seraphische Artes, stehen einander entgegengesetzt gegenüber. Kriegsartes zerstören seraphische Artes, beim Wirken verborgener Artes bringen dich Kriegsartes nicht zum Taumeln, beim Wirken von Wirken seraphischer Artes bringen dich verborgene Artes nicht zum Taumeln. Nutzt ein Feind folglich nur ein Artes, kannst du ihn mit dem überlegenen Art-Typ schlagen. Okay. Kompliziert echt. Softeis. Bevor ich mich dem näher, will ich erstmal speichern. Ist ja alles völlig versperrt. Oh, ein Hühnchen. Ja. Naja. Au. Atashirawa, Sekire no Hane. Shonin no Kerabantai da yo. Orega Taicho no Egi. Sonoko a Roseda. Yoroshiku na. Orewa Srei. Yoroshiku. Kondo wa chanto jiko shoukai shita ne. キャラバン隊ってことは旅してるの?そう。世界をまたにかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。 それが私たちのプライドってやつか。これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ。なるほどな。しばらくレディレイクに滞在するつもりだ。何回利用なら遠慮なく言ってくれよ。ね。うん。ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。ふん。Das stimmt. Ach, genau. Ich bin mir gewohnt, eine Aktionstaste mit E zu machen, aber damit öffnet man immer das Menü. Diese Wölfe waren ziemlich mutig, die Karawane einfach so anzugreifen. Hm? Die müssen wirklich sehr viel Hunger gehabt haben. Oh, sie wurden also von Wölfen angegriffen. Sicher, dass es normale Wölfe waren? Greifen Wölfe üblicherweise mitten am Tag an? Gute Frage. Der Höhepunkt des Festes der Heiligen Klingen ist die Schwertprüfung. Dabei wird nachgestellt, wie der legendäre Hirte das Schwert aus dem Felsen gezogen hat. Aha, das ist also nur so eine Art... ja, ein Fest. Ein Schauspiel, kann man sagen. Ariisha-Hime.
Also eine Prinzessin. あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家の者だったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士。しかも遺跡に探索。どんな事情か考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。 Warum müssen wir dafür extra wieder... Naja, gut. Wahrscheinlich, um nicht Aufmerksamkeit zu... erlangen, gehen sie erstmal ein bisschen weg, um sich zu unterhalten. Okay. Okay. Das ging ja schnell. Alle weg. Dann ab. In die Stadt, da haben sie. Ziemlich beeindruckend, so von außen. Ach, schön. Ich freue mich echt über das Spiel. ここがレディレイクの都か。なるほど。人間の街はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。 Information sammeln, okay. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht allein losziehen. Vor dem Heiligtum ist es sehr voll. Da wirst du nur verloren gehen. Schnell zum Heiligtum, sonst ist es vorbei, bevor wir da sind. Oh. Ach, ich liebe dieses Spiel jetzt schon, auch wenn es da gar nicht so lange ist. Ich mag das Feste, aber es gab so viele Prügeleien. Also deshalb könnten wir, keine Ahnung. Es ging mir irgendwie gerade zu schnell. Ja, die Waren sind immer noch nicht da. Das Fest fängt bald an. Oh, hallo, tut mir leid, aber wir haben noch nicht geöffnet. Bitte kommt doch etwas später wieder, ja? Natürlich. Du wirst später wiederkommen müssen. Ich warte auf eine Lieferung und dann habe ich auch wieder Waren zu verkaufen. Gasthaus Sharoon. Echt cool hier. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, aber im Moment ist alles voll belegt. Aber komm doch bitte bald wieder, ja? Mann, hier ist ja alles voll. Kann nichts kaufen, man kann gar nichts. Das sieht schon geil aus. Wunderschön. どうやって露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。
そっか。今だけのお買い得品だよ。Okay, es lauern also überall diese Helion, Helione oder keine Ahnung, wie die, das jetzt was anderes war. Bernsteinweste. Art des Verteidigung plus 4. Okay. Das würde uns ja alle nur verschlechtern. Die bringt ja gar nichts. Ist ja scheiße. Es werden aber, es stimmt wohl nicht. Hm? Es ist wieder soweit. Schwertfest. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Aussicht auf die Geldbeutel der einfachen Leute das letzte Gesocks aus den Löchern lockt. Na toll. Na, das wollen sie also damit bezwecken. Die Armen noch ärmer machen. Ach, ich finde das schön hier. Sieht wie ein Fuchs aussieht und gestern in mich reingelaufen ist. Seine Augen waren echt unheimlich. Okay, er scheint also hier zu sein. Dieser Kerl. Adligenviertel. Okay, man kann hier noch in sehr viele Stadtbezirke gehen, so wie es aussieht. どんなに苦しくてもスリなんてしちゃいけない。うるせえ、ディジェ、死ね。Du stinkst nach Furz. Folgen wir den Jungen mal. なんだよ、まだなんかあんのか？Es ist gar kein Mensch. Mann, überall diese Viecher. Wow, da sind wir echt weit gekommen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja. Und jetzt sind wir in der Stadt Damensee angekommen. Ja, und würde sagen, in dieser wunderschönen Stadt sehen wir uns dann in der nächsten Folge weiter um herauszufinden, wo sich Alicia, hieß es so, ich glaube, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oh, dieser komische Helion in Menschengestalt sich verstecken. Ja. Ob wir weiteres herausfinden können, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao.